Willkommen zurück, liebe Leute, zu Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Heute geht es weiter mit Balrog. Balrog. Also bei Balrog denke ich ja eigentlich immer hier an Herr der Ringe oder an diverse anderen MMOs, wo es dann so halt so einen Balrog gibt. Oh verdammt, es gibt schon Hadouken gleich am Anfang. Dash Straight, Dash Upper, Punch, halten und loslassen. Dreimal und halten. Dash Low Straight, Dash Grand Upper. Oh, das gibt's nicht. Dreimal. Okay. Frage ist, sind das halt Low und so weiter Punches oder was? Was meinen die damit? Dreimal hintereinander drücken plus das dann. Oh Mann. Oh. Machen wir es halt so. Ah, nee. Okay. Nein, 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 nein. Ah, es war so klar. Das meine ich damit. Also, Balrog wird jetzt echt eine harte Herausforderung, weil er wirklich nur mit den Händen kämpft. Ich muss nochmal gucken in die Move-List. Nach hinten und vorne. Ah, ich krieg's nicht hin. Schön, schön. Das wird, denke ich mal, ein richtig hartes Match, mit dem zu gewinnen. Aber egal. Ihr mögt lange Folgen und Mann, du hast meine Handschuhe mit deinem Blut besudelt. Going cool. Oder geil. Oder wie auch immer. Ich habe immer damals gesagt, geil. Ernsthaft? What the? So. Machen wir es halt so. Er hat immer sein Special gezündet und hat mich volles Brett erwischt. Wenn er die ganze Zeit Fernkampf macht, habe ich natürlich verloren, weil wie komme ich denn nach vorne? Komm her, dann schnapp ich mir dich jetzt so. Nein. Oh, komm. Wow. Eine Kopfnuss. Punkt, Ende, aus. Alter, das war knapp. Mann, du hast meinen Handschuh mit deinem Blut besudelt. Mann, Capcom, ihr habt keine besseren Sprüche drauf. Aber ganz kurz zu Ultra Street Fighter 2. Ultra Street Fighter 2 hat sich als ein Smash-Hit ergeben für die Switch. Also die Verkäufe sollen extrem gut gewesen sein. Wir können also hoffen, dass weitere Portierungen von Street Fighter vielleicht stattfinden durch irgendwelche Spezialeditionen. Vielleicht gibt es ja auch eine erweiterte Version von Street Fighter 3 oder so. Ich weiß es nicht. Dass das dann hier nochmal fortsetzen und dann immer einen draufsetzen mit einer Ultra-Edition. Wäre geil, würde mich freuen. Dann würde ich das auch entsprechend mit euch zusammen hier wieder durchspielen. Vielleicht ist dann noch der Online-Multiplayer-Modus auch dann entsprechend besser. Ach, Chang-Li. Na komm. Ja, schönes Ding. So. Würde mich halt freuen. Ja, also Resident Evil 7 und Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, haben sich bei Capcom am besten verkauft in dem Halbjahr 2017. Jetzt muss man dazu sagen, dass Ultra Street Fighter 2
ja erst im in der zweiten Hälfte des ersten Halbjahres erschienen ist. Und in dem Augenblick... Ach nein, nicht schon wieder Cammy. Ach man, das wollte ich doch. Und damit natürlich dann viel Spekulation ist, inwiefern das Spiel sich noch weiter gut verkaufen würde. Ich denke mal, die Einnahmen für die Ausgaben, die sie hatten bei dem Spiel, sind enorm gewesen. Denn am Anfang war das Spiel ja wirklich relativ für einen etwas erhöhten Preis zu haben. Mittlerweile gibt es das Spiel natürlich schon für günstigere. Also gab es ja auch, glaube ich, sogar schon einen Rabatt im E-Shop. Aber gut. Ich würde sagen, liebe Leute, wir sollten echt bald eine Petition starten, so von wegen SF3 for Switch oder so. SF3 for Switch. Oder USF. Ultra Street Fighter 3 for Switch. Gerne auch die 4 oder die 5, ist mir egal. Wenn sie gleich die 5 bringen wollen, ist auch super. Denk mal nicht, dass es da jetzt Probleme gibt mit der Portierung. Komm, ich wollte zuschlagen, Blanka. Das ist der blanke Horror. Ach komm, wieso hast du dich jetzt nach unten? Nein. Jetzt lass mich den letzten Schlag setzen. Danke. Ich meine, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie seht ihr das? Wollt ihr ein Street Fighter 3, ein Street Fighter 4 oder gar ein Street Fighter 5 für die Nintendo Switch? Ich meine, sie bietet sich an, sie ist wirklich die perfekte Konsole, wie ich finde. Weil man wirklich wieder dieses alte Gefühl hat durch die Nintendo-Controller, weil ihr dürft nicht vergessen, Nintendo hat ja auch diverse Patente, gerade auf ihren analogen, auf ihr Digitalkreuz. Ja, das ist Nintendo genormt. Und das habt ihr auf den anderen Konsolen nicht. Das sind ganz kleine, minimale Abweichungen, die ihr bei den anderen Konsolen habt. Aber wie gesagt, hier ist es zu Hause. Und steh auf, du Schwächling. Und wenn ja, würdet ihr euch dann eine Ultra-Edition wünschen oder einfach nur ein Port? Oder welcher Meinung seid ihr? Was sollte es sein? Ich bin da mal echt neugierig, wie eure Kommentare ausfallen. Denn es ist ja nicht gerade so, dass jeder Street Fighter mag, ne? Und genauso hoffe ich ja auch darauf, dass Dragon Ball Fighter oder, Dragon Ball Fighter Z oder Dragon Ball Fighters Z auch für die Nintendo Switch kommt. Bisher ja nur für die Xbox und PS4 angekündigt. Ist aber da Bandai Namco am Überlegen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Um das Ganze natürlich dann auch auf die Switch zu bringen, je nachdem, wie groß die Nachfrage ist. Und wenn Sie jetzt natürlich dann diese ganzen Geschäftszahlen von den ganzen Spielen sehen, wie gut die sich verkaufen und sich vielleicht sogar noch besser verkaufen würden, wenn Nintendo mehr Konsolen hätte, dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht, ja? Aber, jetzt darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch andere Fighting Games, ja, zum Beispiel auch Tekken. Final Fighters, was gab's noch für welche? Es, da sind einige, darf man jetzt nicht vergessen, ne? Und findet ihr sowas, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wir nehmen das Spiel jetzt mal mit auf die Arbeit und sagen, ey, alter Kollege, ich habe noch eine Rechnung mit dir offen, wir spielen jetzt eine Runde Street Fighter. Wie schnell ist so ein Match gespielt? 90 Sekunden. 90 Sekunden maximal, guck mal, das waren jetzt hier 18 Sekunden? 18 Sekunden? Und das Match ist vorbei. Wie viele Runden könnt ihr da in der Mittagspause spielen? Oder eben mal ganz kurz? Komm, wir spielen jetzt eine Runde Street Fighter. Ein, zwei Matches. Fertig. Sind wir ehrlich, wofür ist die Switch nicht geiler gemacht als dafür? Oder, ich weiß jetzt nicht, also okay, das ist, klingt sehr unrealistisch, aber ihr sitzt in der Bahn und, neben euch sitzt einer und der guckt euch dann zu oder sagt, Alter, da musst du so oder so machen. Dann sagst du, ey, komm, zeig mir das doch mal und gib's ihm da einfach das mal, ne? Klar, wer gibt schon eben mal jemanden Fremden seine Switch raus, aber sind wir mal ehrlich, hallo? Genau für sowas ist das.
Ich habe zum Beispiel auch die Switch mitgehabt, als ich im Urlaub war. Und ich konnte einfach, zack, jetzt spielen. Ich hatte jetzt Bock, ich wollte jetzt spielen und deswegen mache ich das einfach mal. Waren immer mal ein paar Runner gespielt. Oder Chante oder... Es gibt so viele verschiedene Spiele, die ich gespielt habe. Deswegen, also... Ah, jetzt... Mach doch nicht immer so eine Deckung. Komm, ich bin dein Zwillingsbruder. Und Mama fand immer, dass ich schöner bin als du. So. Habe ich ihm gezeigt. Nee, also... Mich würde da mal wirklich eure Meinung interessieren. Findet ihr, dass die Switch ein neues Street Fighter noch verdient hat? Oder vielleicht sogar ein Clash Fighter nochmal? Vielleicht kriegt man ja da die alten Entwickler nochmal zusammen. Ein Clash Fighter, Mortal Kombat. Ja? Bringt das allererste Mortal Kombat in so einer Grafik hier auf die Switch? Oder das zweite meinetwegen, weil das ja auch sehr beliebt war. Ja, wo hängt es? Wo hängt es, liebes Konami? Capcom und alle. Woran hängt es? Na komm her, Vega. Und tschüss. Also meiner Meinung nach ist die Switch genau die ultimative Konsole, die man gebraucht hat. Ja? Die verkörpert eigentlich genau das, was man sich... Also ich muss sagen, hätte ich diese Konsole schon früher gehabt, auch schon in meiner Kindheit, ja? Ich habe in meiner Kindheit so oft auch, gerade wegen Street Fighter, meine Konsole Kilometer mit dem Fahrrad getragen, habe mir dann extra so eine Tasche geholt oder selbst so eine Tasche, besser gesagt, dann aus den Knochen gesaugt. Hab da mein Super NES oder mein NES reingetan, je nachdem, und hab das dann transportiert. Auf dem Fahrrad. Das war komplett ein voller Rucksack. Ja, mit 30 Spielen darf man nicht vergessen. What the fuck? So. Komm her. Da haben wir ihn. Darum. Und jetzt, wie gesagt, die Switch einfach in meine kleine Tasche. Einfach in der Hand. Und los geht's. Oder halt mal dann, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, einfach mal in den Rucksack, ne? Ihr macht eine Fahrradtour oder so und sagt auf einmal, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ihr trinkt dann was, vielleicht spielt ihr eine Runde Switch. Einfach mal so im Grün. Klar, man muss ein bisschen aufs Licht achten, aber dann setzt man sich halt unter den Baum und dann stört es auch nicht so, wenn der Schatten dabei ist. Oh, der ist jetzt... Oh, der ist böse. Oh ja, war klar, dass du jetzt mit sowas kommst. Wir hatten eigentlich diese Runde gar keinen Ryu und Ken, ne? So. Darum, also... Und dann einfach so eine Runde Street Fighter. Und deswegen finde ich, es müssen mehr Street Fighter Games definitiv auf die Nintendo Switch. Ich meine, die Leistung hat sie, das wissen wir. Es sind alte Spiele. Und jetzt mal ganz im Ernst, Hand aufs Herz, wer von euch würde dann nicht auch noch ein Street Fighter 3, 4 oder 5 kaufen? Wenn, wie gesagt, das entsprechende Maß an Entgelt verlangt wird. Also beziehungsweise, wenn der Preis entsprechend stimmt. Also 60 Euro. Okay, für Street Fighter 5 würde ich noch sagen, gut, ist in Ordnung. Ist zwar auch schon eine gewisse Dreistheit, ja, aber... Sind wir mal ehrlich, dafür habt ihr dann wahrscheinlich schon alle DLCs dabei oder so. Ja, man muss aber auch ehrlich sagen, da ist Bandai Namco sehr dreist mit Dragon Ball Xenoverse 2 da wirklich einen Vollpreis zu verlangen. Aber okay, gut. Das ist deren Entscheidung. Nehme ich ihn auch nicht übel. Es hat ja trotz alledem Geld gekostet, das zu portieren und die ganze Motion-Steuerung und alles einzubinden. Das muss man jetzt auch sagen, ne? Das ist, nee, es ist nicht mal mehr ein Port. Man muss ja auch die ganzen Entwicklungen da bedenken, ne? Aber okay.
So, während ich jetzt hier die ganze Zeit gelabert habe, haben wir schon das Spiel durch. Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Balrog hat durch seine Arbeit für Bison und Shandalo ein Vermögen angesammelt und dadurch einen Geschmack für Luxusgüter bekommen, aber seine Begierde sind nicht ausgestöpft. Balrog hat sein extravagantes Leben fortgesetzt, seine Vergangenheit als mittelloser Kämpfer ist nur noch eine Erinnerung. 3 Monate und 1 Million verprasster Dollar später, ich komme zurück. Nichts wird mich aufhalten. Balrog ist wieder dort, wo er anfing, mittellos und im Training für seine nächste große Chance. Ich werde wieder ganz oben sein. Ja, ihr schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Tschüss.